Herzlich willkommen. Es ist kalt geworden. Ich bin im Berliner Grunewald unterwegs und habe meine Winterhosen wieder ausgepackt und es ist eigentlich ein schönes Gefühl. Fehlt jetzt nur noch der Schneefall und der Frost, der auch hoffentlich bald kommt. Und hier im Berliner Grunewald mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach vorwinterlichen Motiven oder einfach nach einem schönen Landschaftsmotiv. Ein kleiner Nachtrag, warum freue ich mich auf den Winter? Natürlich A, wegen des Schnees, was ich gerade schon gesagt habe, aber B vor allem, es gibt keine Mücken mehr. Aber wie ich zerstochen wurde diesen Sommer, das war wieder pervers, kann man sich gar nicht vorstellen und deswegen freue ich mich immer auf die kalte Jahreszeit. Es hat natürlich auch Nachteile und kalt war mir auch schon, aber die Luft ist super. Und bestes Fotografiewetter und ich möchte diesen Winter wirklich viel raus und mir auch Orte suchen in Deutschland, also auch relativ nah, wo man hinkommt, wo dann auch Schnee liegt. Sächsische Schweiz, Erzgebirge, Harz, außen Berlin, das ist ein Berliner Standort, sag ich mal, super schnell erreichbar und super schön. So, Ende November ist auch die Zeit, wo es einem zunehmend schwerfällt, Fotos zu machen. Ich suche dann immer ein bisschen auf dem Boden ab, Pilze oder wie man auch hier sieht, immer das Moos und das ist immer so schön klar und es gibt nochmal einen schönen Farbenkontrast zu dem leeren Bild mittlerweile in der Natur, wo fast alle Blätter abgefallen sind. Ja, wenn man hier mal genau guckt, zum Beispiel diese schönen Pilze oder auch dieser ehemalige Baum, dieser Stamm mit dem bewachsenen Moos. Also wirklich, wirklich, man findet seine Motive. Man muss aber irgendwie seinen Blick total verändern. Ende Herbst, Ende November, weil die Bäume geben nicht mehr viel her. Aber die Natur gibt immer was her und das ist immer so der Grund auch, warum ich rausgehe. Genau. Und selbst wenn ich heute kein Bild mitnehme, was ich nicht glaube, ich nehme immer ein Bild mit, lohnt es sich, die schöne frische Luft der Natur einzuatmen. Hier seht ihr ja, es ist ja durchaus auch ein Mischwald. Mir fehlen aber hier Buchen. Buchen sind denn meine absoluten Lieblingsbäume. Und was sind eure Lieblingsbäume? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich habe mich total in die Buchen verliebt, vor allem in die Herbstbuchen, die jetzt leider auch sich in den Winterschlaf verabschiedet haben. Wenn man vom Teufel redet, da ist der erste Buchenbaum. Es gibt hier welche. Sie müssen nur gefunden werden. Herrlich, so ein Wald im Herbst. Fast keine Menschen unterwegs. Und hier im Grunewald, die Kamera, werde ich euch gleich mal filmen, liegt gerade auf einer Handy-Ladestation. Sowas gibt es auch. Krass. Natur und Technologie verbunden. Finde ich nicht schlecht.
Schade, dass die Sonne nicht draußen ist, aber dieser Ort gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Dieser Weg, ihr seht es gerade. Ja, die Blätter hier im Vordergrund führen so praktisch in den Weg hinein. Und ja, das ist mein erstes Foto und somit habe ich wieder mindestens ein Foto heute gemacht. Mal gucken. Ich habe mein 24-70 dabei oder drauf jetzt auf meiner Kamera und mal gucken. Also da schon alles so kahl ist, funktioniert das Foto tatsächlich nur gut im Weitwinkel mit dem Vordergrund der braunen, orangen Blätter und dann hat das Bild wirklich viel Farbe und dann ist es richtig stimmig und ist ein schönes, ansehnliches Bild. Wenn ich hochgehe, ja, mich hinstelle und nur ein Bild mache, die Allee entlang oder den Weg entlang, dann wirkt es relativ langweilig. Ich mache euch mal die Unterschiede und dann seht ihr diese Vergleiche, was ich meine. So, ihr habt gerade die beiden Vergleichsbilder gesehen und man kann ganz klar erkennen, wie, sag ich mal, das Weitwinkelbild mit der bodennahen Perspektive, wie farbig und stimmig das wirkt. Und Bild 2 ist einfach nur ein Schnappschuss aus dem Stand, das kann man auch mit dem Handy machen. Und das sind die Unterschiede, worauf man immer bei der Bildkomposition zu achten hat. Einfach ein stimmiger Bildaufbau und selbst dann so ein bewölktes Wetter, wie es heute ist, kann man trotzdem noch was Schönes herauszaubern. Ich hatte gerade meine erste dicke Erkältung dieser Wintersaison hinter mir und eigentlich wollte ich heute danach mal wieder das Wetter richtig genießen. Heute Morgen schien die Sonne unglaublich, aber ja, der Körper sagt dann immer noch, bleib im Bett, kennt ihr das? Geht nicht viel, da geht nicht viel zusammen und ja, so bleiben nur Nachmittagswanderungen übrig, aber die sind auch schön. Es geht ja ums Erlebnis und nicht immer ums Foto. Und da bin ich doch noch fündig geworden. Ihr seht es ja hier, ich habe hier echt noch eine kleine Buche gefunden. Ja, die trägt Farbe, unglaublich noch gelbe Farbe. So ist das mit jungen Buchen, manchmal hat man Glück. Und dahinter noch eine schöne große Birke. Super Bild. Und wenn man mal weiter guckt und die Kamera dreht, gehen wir mal hier durch. Im Weitwinkel sieht man es immer so schlecht. Da hinten, in der Mitte, was für ein alter Baum, diese alte Eiche. Richtig hübsch, muss man sagen, und richtig besonders. Der Weg ist hier voll gepflastert mit alten Eichen, sieht so gut aus. Und ja, schöne Baumfotos gemacht hier. Was mich aber auch interessiert, wie es ist bei euch, mir fällt jetzt immer öfters auf, dass wenn ich Bäume fotografiere, das sieht nur gut aus, wenn man möglichst wenig Himmel im Hintergrund hat. Früher, ich bin ja eigentlich ein Fotograf, der gerne Landschaften fotografiert, auch im Weitwinkel und immer viel mit Sonnensternen gearbeitet und das ist hier aber so überhaupt nicht der Fall. Wie baut ihr euer Bild auf in der Waldfotografie, wenn ihr Bäume fotografiert? Also der Weitwinkel macht mir gar keinen Spaß, eher so ab 50 mm. Da muss man sich mal wieder neu entdecken. Was mich ja nochmal interessieren würde, ich habe eine Dokumentation gesehen über den, nein, nicht über den Grunewald, aber es geht um den ältesten Baum, der knapp 500 Jahre alt ist. Ich packe mal den Link in die Videobeschreibung. Schaut euch mal das Video an.
Ich suche diesen Baum schon nach einer geraumen Zeit, aber ich finde ihn nicht. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo der ist? Wenn ja, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen. So, dieser Abschnitt dieses Weges im Grunewald, den finde ich mal ein bisschen spooky. Weil ich verstehe nicht, warum man die Bäume da hinten anmalen muss. Ja, es ist ein Lehrpfad, aber sieht nicht schön aus. Oder vielleicht doch für ein Foto. Und wie heißt dieser Wald hier? Hexenwald. Okay, ist ein Lehrpfad. Ich habe nämlich gerade gelesen, all diese Bäume, die wir hier angemalt gesehen, ist einfach den Eindruck, der vermitteln soll, wie viele Anzahl an Bäume notwendig sind, um den mittleren jährlichen Kopf-CO2-Ausstoß eines Berliner oder einer Berlinerin zu neutralisieren. Wir sehen, wir brauchen sehr, sehr viele Bäume. Das ist alles mein Ausstoß. Also, los geht's mit den Bäume pflanzen. Gebt euer Geld für was Vernünftiges aus. So, Rundgangende. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen oder auch ein Abo, falls noch nicht getan. Ich freue mich sehr. Im Hintergrund seht ihr übrigens da den Grunewaldturm. Zeige ich euch mal noch ein Foto aus dem letzten Jahr, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und ja, dann bis zum nächsten Fotowalk oder was auch immer auf dem Kanal passiert. Ciao.